Guten Tag, meine Damen und Herren. Es geht weiter bei uns auf dem roten Sofa der DVZ. Jetzt haben wir zu Gast, da freuen wir uns sehr, Herrn Thomas Wehbel, den Minister für Landesentwicklung und Verkehr aus Sachsen-Anhalt. Und wir freuen uns deshalb sehr, weil, Herr Wehbel, Sie können uns wahrscheinlich neueste und ganz aktuelle Nachrichten geben, wie es denn bei Ihnen im Land und zu Hause mit der Hochwassersituation aussieht. Also Sachsen-Anhalt ist ja besonders betroffen mit Elbe, Elste und wahrscheinlich auch die Saale. Was haben Sie denn für neueste Informationen aus Sachsen-Anhalt? Wie sieht es denn aus mit den Wasserständen und Pegeln? Ja, Herr Herbst, das Wasser kommt nun unaufhörlich auf und zu. Wir haben ja durch die Weiße Elster, die Mulde und die Saale schon an den Städten, an denen, wo die Flüsse langfließen, also die Städte, die sind betroffen. Das ist insbesondere Halle, das ist Bitterfeld. Und ich denke mal, wir haben dieses Jahr das Problem gegenüber dem Hochwasser 2002. Da ist ja nur das Wasser aus Tschechien, aus der Weißen Elster und aus der Mulde in die Elbe geflossen. Diesmal kommt die Saale noch dazu, sodass in Magdeburg ein höheres Wasser erwartet wird am kommenden Montag als im Jahr 2002. Heute hat man leicht die Pegelstände nach unten korrigiert. Es sollte ja 70 cm höher kommen am Montag. Heute hat man korrigiert auf 30 cm höher. Das ist natürlich auch immer noch eine enorme Menge. Und die zuständigen Bürgermeister, Landräte, aber auch die freiwilligen Hilfskräfte, Feuerwehren, THW, Bundeswehr sind an den Deichen aktiv und erhöhen jetzt diese Deiche durch Sandsäcke. Also Sie sind ja auch im... Ich probiere es nochmal. Ja, es ist besser. Sie sind ja auch als ehemaliger Landrat in einem Kreis bei Magdeburg sozusagen. Damals waren Sie das in Amt und Würden 2011. Wie gehen die Menschen damit um und vor allem, wie geht die Wirtschaft und wie gehen Transporteure, Spediteure, Logistiker damit um? Wie betrifft Sie das? Ja, insbesondere die Logistiker, die Umzüge machen, also die Spediteure, die Umzüge machen, haben eine erhöhte Belastung. Ein guter Bekannter von mir, der auch hier auf der Messe gewesen ist, der Vizepräsident der IHK Magdeburg, der ist heute früh abgereist, weil er hat keine Fahrer mehr, er muss jetzt selbst fahren, weil diejenigen, die vom Hochwasser betroffen sind, insbesondere ihre Keller räumen müssen, teilweise ihre Wohnungen räumen müssen. Und da hat er jetzt ein großes Aufgabenfeld und die profitieren in erster Linie von diesem Hochwasser. Sie müssen ja die Möbel auch wieder zurückbringen am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag in der nächsten Woche. Haben Sie schon eine grobe Übersicht, wie hoch der Schaden sein wird bei Ihnen im Land? Nein, ich fahre morgen früh auch hier von der Logistikmesse weg und gucke mir zum Beispiel in Städten Zeit einmal an, wie hoch die Schäden sind, weil das Problem ist ja insbesondere beim Hochwasser, dass die Schäden erst zu sehen sind, wenn das Wasser wieder weg ist und in Zeit zum Beispiel ist es schon wieder weg und wenn das Wasser Ende nächster Woche abgelaufen ist, dann werden wir die Schäden feststellen. Ich bin aber überzeugt, das wird nicht so dramatisch sein wie 2002. Warum? Weil die Menschen besser darauf vorbereitet sind. Sachsen-Anhalt hat zum Beispiel 500 Millionen seit dieser Zeit in die Deiche investiert. Insbesondere die Elbdeiche sind ausgebaut worden und auch in meinem Heimatkreis, wo wir 2002 noch einen Deich, der bedingt durch den Bergbau abgesackt war, der damals geschützt werden musste mit vielen Kräften. Der ist nun erneuert worden, sodass da keine Gefahr ausgeht. Und wir werden natürlich auch Schäden haben, natürlich, das ist logisch, aber wir werden doch nicht solche hohen Schäden haben wie 2002, da bin ich überzeugt. Und was ist mit den Industrieunternehmen, die bei Ihnen im Land sind? Also man hat gehört, so bei Porsche oder so, da wird die leiden unter Produktionsabfällen, weil natürlich durch den eingeschränkten Transport kommen auch Teile nicht in diese Fabriken, die sie dann zur Produktion brauchen. Haben Sie da so eine Übersicht, wie die Wirtschaft betroffen ist? Na, insbesondere die Unternehmen direkt an der Elbe liegen, haben ja jetzt, oder an der Saale oder an der Mulde, Weißen Elster, haben jetzt die Sicherungspflicht gemacht. Zum Beispiel der Magdeburger Hafen, der auch auf dieser Messe präsent ist,
Der hat zwei ehemalige Mitarbeiter aktiviert, die hier den Stand betreuen. Und der Geschäftsführer und sein Stellvertreter sind nach Magdeburg gefahren, weil sie den Hafen sichern müssen. Und dort, wo sie nicht sichern können, dort muss das alles weggefahren werden. Und das ist natürlich eine Aufgabe, die insbesondere die Häfen, aber auch die an der Elbe oder an den anderen Flüssen liegen, Unternehmen haben. Und Porsche zum Beispiel hat seine Produktion eingestellt, weil die Tschechische Republik ist ja auch massiv vom Hochwasser betroffen. Dort sind Eisenbahnschienen nicht mehr nutzbar, also die Gleise nicht mehr nutzbar, sodass die Transporte nicht ankommen. Und wir kennen ja unsere Produktion Just in Time. Die haben einen Vorrat von 1,5 Tagen. Und wenn das Material nicht rankommt, dann wird die Produktion eingestellt. Ja, Sie haben ja jetzt ja schon gesagt, Porsche und die Elbe und die Binnenschifffahrt, der Hafen Magdeburg. Also Sachsen-Anhalt hat als Logistikstandort also dann durchaus doch was zu bieten. Das weiß aber vielleicht so nicht jeder. Sie bemühen sich jetzt verstärkt darum, das zu mehren. Also warum, glauben Sie, ist das noch nicht so jedem klar, was Ihr Land da zu bieten hat? Ja gut, wir liegen im Herzen Europas und wir zählen ja mit Thüringen und Sachsen zu der mitteldeutschen Region. Wir sind eine aufstrebende Region, wir sind verkehrstechnisch gut erschlossen. Wir haben die A38, wir haben die A9, wir haben die A2, die A14 wird jetzt durchgängig ausgebaut bis nach Hamburg, sodass die norddeutschen Seehäfen auch auf der Straße erreichbar sind. Und wir sind über die Elbe direkt mit Hamburg verbunden. Und wir arbeiten ja seit vielen Jahren mit Hamburg zusammen. Sie sehen unsere Stände, wir sind immer dicht beieinander. Und wir haben natürlich auch ein gemeinsames Interesse, nämlich mehr von der Straße auf die Wasserstraße zu verlagern. Und die Wasserstraße ist der Transportträger, der ohne Probleme noch Transportkapazitäten aufnehmen kann. Und wir wollen natürlich auch die Situation nutzen, alle anderen Verkehre machen Lärm. Die Wasserstraße ist die Schleichfurt unter den Verkehrsträgern. Aber die Wasserstraße hat gegenüber dem LKW immer noch oft den Nachteil, dass es entweder ist es zu langsam oder ist es über den Preis nicht wettbewerbsfähig. Wie wollen Sie das anstellen, dass es denn erstens passiert, dass mehr auf der Binnenschiff transportiert wird, und zum Zweiten, glauben Sie denn, dass der Druck daher kommen könnte, das zu tun, weil halt so viele Gütermengen dazukommen wären, prognostiziert in den nächsten Jahren, dass die zum Teil ja nicht mehr wirklich leistungsfähige Infrastruktur zu Lande das gar nicht mehr schafft? Ja, ich denke mal, wir können die Unternehmen ja nicht zwingen, auf die Wasserstraße zu gehen. Aber wir können einmal hinterfragen, wenn ein großes Versandunternehmen, das auch bei uns in Sachsen-Anhalt viele Dinge deutschlandweit verteilt, wenn die Waren aus China, aus Vietnam oder Bangladesch mit dem Schiff kriegen, die viele Tage unterwegs sind, warum müssen die unbedingt innerhalb von 4 Stunden von Hamburg nach Haldensleben fahren? Das könnte man auch mit dem Schiff bewerkstelligen. Das wäre dann 48 Stunden unterwegs. Und diese 48 Stunden würden natürlich auch kein Problem sein. Aber das ist in den Köpfen der Unternehmen noch nicht angekommen. Und da müssen wir Überzeugungsarbeit leisten. Also Sie sind im Gespräch? Wir sind da im Gespräch. Und wir wissen auch, dass die Straße eigentlich diese Transportmengen, man geht ja von 70% Steigerung bis 2030 aus, dass diese Transportmengen weder die Bahn noch die Straße bewältigen kann. Da wäre die Wasserstraße die einzige Möglichkeit, diese Transportmengen zu bewältigen und vor allen Dingen auch wenig störend für die Menschen. Und wie beurteilen Sie so den Zustand der Infrastruktur der Wasserwege? Gibt es da Dinge gerade in Ihrem Land, die Sie da noch verbesserungsfähig sehen? Wir haben ja mit dem Mittelland, das ist ja ein Verkehrsobjekt, Deutsche Einheit ist, keine Probleme. Der wird 2016 durchgängig ausgebaut sein bis nach Berlin. Wir haben allerdings ein Riesenproblem mit der Elbe, die zwei Schwachpunkte hat. Einen Punkt in Hitzacker, wo die Sohle zu hoch ist, weil die Buden, die durch die Nichtpflege über 40 Jahre zerstört worden sind, erneuert werden müssen. Das wäre eine Ausbaumaßnahme, die aber laut Moratorium von 2002 verboten ist. Und die Elbe hätte noch den größeren Vorteil, wir hätten dreilagigen Containertransport auf der Elbe möglich. Also die Politik muss immer entscheiden, Hitzacker muss ausgebaut werden, und da sind wir uns auch mit der Stadt Hamburg einig. Und ziehen Sie denn sozusagen mit Ihren Partnern da im Norden auch dann gemeinsam an einem Strang, wenn es eben darum geht, in Berlin diese Mittel dann für Infrastruktur zu holen? Also allein kämpft es ja immer schlechter als zusammen. Wie sieht da so Kooperationsmöglichkeiten aus?
Wir haben mit dem Senator Herrn Horsch und auch mit dem Staatsrat Herrn Egert vereinbart, dass wir da an einem Strang ziehen wollen und dass wir immer auf dieses Problem hinweisen wollen, um das Bundesverkehrsministerium zu überzeugen. Das Problem ist, viele Mitarbeiter im Bundesverkehrsministerium sitzen ja noch in Bonn, schauen auf den Rhein und sagen, 70% aller Transporte auf dem Wasserweg in Deutschland werden auf dem Rhein absolviert. Und da gucken Sie natürlich auf die anderen über 9000 Kilometer Wasserstraßen mit gemischten Gefühlen. Wenn wir aber die Wasserstraße nicht zu haben, dass darauf transportiert werden kann, werden wir auch die Unternehmen nicht überzeugen, auf die Wasserstraße zu gehen. Also ist bei allen ein Umdenken nötig. Jetzt muss ich Sie natürlich dann noch fragen, Sie sind ja bestimmt da durch die Hallen marschiert. Wie ist denn so Ihr Eindruck von der Messe? Wie haben Sie die Stimmung empfunden? Es ist ja eigentlich so, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen besser sein konnten. Was haben Sie so aufgefasst? Ist es Zuversicht, es wird schon werden und wir sind stark und können es schaffen? Oder haben Sie eher schlechtere Stimmungen aufgefasst? Wie war so der erste Eindruck? Nein, also ich muss sagen, ich habe ja auch einige Unternehmen besucht, werde es heute auch noch weiter tun. Die Stimmung ist eigentlich gut. Die Stimmung ist optimistisch. Die Wirtschaft geht wieder von steigenden Exporten aus. Und wir haben ja gesehen, China bestraft nicht Deutschland wegen der Solarplatten, sondern sie bestrafen die rotweinproduzierenden Länder durch höhere Zölle. Und ich denke mal, die Chinesen sind ein großer Handelspartner für uns. Und wir exportieren ja viele Milliarden teure Produkte dorthin. Ich habe selbst in China gesehen, die Chinesen fahren liebend gerne verlängerte deutsche Autos, ob BMW, ob Mercedes, ob Audi. Die sieht man vielen in China fahren. Und sie helfen uns natürlich auch als Wirtschaftsstandort Deutschland. Herr Webel, dann herzlichen Dank für den Besuch. Und ich glaube, in Ihrem Fall kann man Ihnen nur wünschen, auf dass die Pegel sinken. Ne? Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch, Herr Herbst, dass ich hier auf dem Sofa Platz nehmen konnte und im Interesse der Menschen, die Pegel sollen schnell sinken. Dankeschön.